Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer ForHeath80 mit einer neuen Review für euch. Und ich darf euch heute den Film Die Brücke von Remagen vorstellen. Ein Kriegsfilm aus dem Jahre 1969. Und dieses Mediabook erscheint am 28.05.2021 von der Firma K-Black Pictures. Erstmal hier ein großes Dankeschön nochmal an K-Black Pictures für dieses wunderschöne Presseexemplar. Und wie mir dieses Mediabook gefällt, da guckt ihr einfach mal das Video dazu an, denn ich muss wirklich sagen, ein sehr schönes Stück an Edition, wirklich war schön verarbeitet und vor allem das Buchteil auf jeden Fall schon mal sehr, sehr informativ. Was ich natürlich auch durchgelesen habe, ist natürlich völlig klar. Und ja, der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 1969, geht 117 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Regie führte hier der John Guillaume, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat auch den Film, Filme gemacht wie Tod am Nil, als auch King Kong aus dem Jahre 1976 und auch Flammendes Inferno aus dem Jahre 1974. Also, er ist ein etwas älteres Semester gewesen. Leider schon verstorben. Und in Hauptrollen haben hier den George Siegel, ist Leutnant Phil Hartmann und ihn kennen wir auch aus Der längste Tag, auch ein sehr schöner Kriegsfilm aus dem Jahre 1960. Und gucken wir, wer da spricht, sowie auch aus dem Katastrophenfilm von 2012. Robert Vaughan ist Major Paul Krüger und ihn kennen wir aus den Monumentarfilm Die Zehn Gebote, aber auch diese Film ich kennen sollte, auch hier mein Blick riskieren, ein ganz toller Film auch und auch aus Das flammende Inferno. Ben Gazzara ist Sergeant Angel Angelo, hat mitgespielt bei Roadhouse und auch Die unsichtbare Falle. Dann Bradford Dillon ist Major Barnes, hat mitgespielt bei Dirty Harry 3 und 4 sowie auch Piranhas aus dem Jahre 1978. E.D. Marshall ist Brigadier General Schinner, habe gespielt bei Schöne Bescherung und auch bei Tora. Und Peter van Eyck ist Generaloberst von Brock und er hat mitgespielt bei die 1000 Augen des Dr. Mabuse und Die Brücke von Remagen war sein letzter Film. Leider ist er dann verstorben an einer Blutvergiftung. Und somit konnte er keine weiteren Filme mehr drehen. Um was geht es eigentlich bei Die Brücke von Remagen? Ja, um den legendären Rheinübergang der Verbände der United States Army geht es um diesen Film. Hier gibt es eigentlich wirklich jetzt keine so extrem große Handlung. Es wird einfach nachgestellt, dieser Übergang von der Rhein. Und hier eben die Brücke von Remagen war eben dieser ausschlaggebende Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges, wo eben wirklich um viele Monate auch dieser Krieg verkürzt wurde. Ein bisschen Wissenswertes über diesen Film gibt es auch noch ein bisschen, sehr viel sogar, denn das Buch, das steckt wirklich extrem viel von Informationen. Auch hier wird auch die komplette Operation auch besprochen, was alles hier passiert ist im wahren Leben und auch in dem gelben Bereich sehen wir eben dann dazu die Entstehung des Filmes, was also alles passiert ist, auch das ist schon mal sehr informativ. Aber auch hier in diesem Video bekommen wir auf jeden Fall einige Informationen auch über die Entstehung des Films. Also hier können die es auch jetzt gerne hier anhören. Erst ein bisschen was, warum eigentlich dieser Film entstanden ist. Das ist eine Buchverfilmung von Ken Hechler aus dem Jahre 1957. Ken Hechler war ein liberaler US-Politiker und hat auch als Übersetzer und Militärhistoriker im Offiziersrang den Krieg auf der deutschen Boden miterlebt. Und er interviewte auch die GIs wenige Tage nach dem Brückenkup. Also er war voll mit dabei und hat auch alles miterlebt. Und das Buch hieß auf Englisch, heißt auf jeden Fall The Bridge of Remagen. Die Eisenbahnbrücke, diese hier gezeigt im Remagen, heißt Ludendorff-Brücke, wurde 1912 geplant. Sie kostete damals 2,1 Millionen Reichsmark und hat 4.612 Tonnen schwer war diese Metallbrücke. 1918 wurde diese Brücke fertiggestellt und die ersten, die darüber gingen, waren eigentlich die Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Und irgendwie trotzdem schon sehr traurig, denn das war auch noch der entscheidende Schlusssieg noch für die Amerikaner, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Ja, die Namen von den Remagen-Akteuren wurden durch fiktive ersetzt. Und hier haben wir ein bisschen einen kleinen Kritikpunkt an diesem Film,
denn der Film, die Filmhandlung ist nur angelehnt an das Geschehen von 1945. Es musste imposant erscheinen und wurde eben auch so dargestellt, dass ein Wettlauf gegen die Zeit war, bevor eben dann die Deutschen eben den Sprengstoff zünden konnten. Das war jetzt eigentlich alles rein nur erfunden gewesen. So viel ein bisschen was wissen wir über den Film an sich, beziehungsweise über die Brücke auch an sich und jetzt über die Produktion. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Information. Ja, die Brücke wurde dann auch zerstört, 7 Tage nachdem eben die Alliierten rübermarschiert sind, ist die Brücke zusammengebrochen durch die Zerstörung der Bomben. Deswegen muss eine Ersatzbrücke gesucht werden. Und der Filmproduzent David Wolper machte per Briefe Gesuche an und mit vielen Fotos auch mit Beschreibungen quer durch Europa. Und 18 Monate später dauerte eben dann die Suche, bis jemand eben fündig wurde. Und die Autobrücke über die Moldau im kleinen Städtchen Davle, 20 Kilometer vor Prag entfernt, war perfekt. Der Art Director Alfred Sweeney ließ die Fahrbahn oder die Fahrspur anheben und Tunnelgänge wurden auch gebaut. Und die Potemkische Kirche wurde als Double für die Apollinarskirche nachgebaut, also auch dort zu finden. Die Innenaufnahmen entstanden dann in Barrandov Atelier in Prag. Und in Böhmen gab es einen riesengroßen Filmfundus an Wehrmachtsrequisiten, denn die Tschechoslowaken übernahmen damals nach den deutschen Niederlage eben die deutschen Rüstungsfabriken nach dem Krieg und sie bauten die Halbkettenfahrzeuge immer noch nach, nur eben mit anderen Namen. Von daher perfekte Filmrequisite. Und die Ansammlungen von 8 Panzern amerikanischer Bauart, mehrere Halbkettenfahrzeuge und auch Schützenpanzer. Und hier sieht man erstmals ein Original-Halbkettenfahrzeug des Kennzeichens 251-1 als Wehrmachtsfahrzeug und nicht die im kriegsüblichen von damaligen Filmen die Balkenkreuzen bemalten M3 Halftracks. Also hier wurden wirklich die richtigen alten Wehrmachts-Halbkettenfahrzeuge benutzt und auch Militär-LKWs und auch Jeeps sowie auch nahezu 5000 überwiegend tschechische Statisten in Wehrmachts- und GI-Uniformen inklusive Gewehren und auch Maschinenwaffen. Maschinenpistolen wurden hier gefunden. Die Handomags und auch zahlreiche andere Ausrüstungsgegenstände wurden dann von der Tschechoslowakei noch aufgetrieben und auch Waffen und Panzer stammen auch noch aus der österreichischen Armee und auch ein Filmfundus auch nochmal vor den Filmstudios auch nochmal in Prag gefunden. Der Drehbeginn war am 6. Juni 1968, also genau 24 Jahre später nach dem legendären D-Day, wo eben die Alliierten dann in der Normandie einmarschiert sind, um halt eben dann das Ende des Zweiten Weltkriegs herbeizuführen. Am 29.07. meldet die russische Zeitung aber, dass ein geheimes Waffenlager in der Tschechei entdeckt wurde. Oh my goodness. So wurden die Dreharbeiten von sowjetischen Hubschraubern auch beobachtet und auch gefilmt. Sprengstoffe und auch die Spezialeffekte wurden von der tschechischen Polizei vorübergehend beschlagnahmt, weil sie gedacht haben, dass eben hier etwas nicht ganz so richtig läuft. Am 5.8.1968 melden die DDR-Medien, dass sich eine Geheimoperation der CIA handelte und dass die Filmteam eigentlich alles nur Spion der CIA sind und hier versuchen eben einen neuen Putsch zu fördern. Ja, dann aber nach dem Einmarsch von 500.000 Soldaten des Warschauer Pakts in die von der CSSR, also von der Sowjetunion, musste die Filmmannschaft ganz schnell Tschechoslowakei verlassen, denn im Filmtagebuch vom 20. August 1968 wurde geschrieben No shooting today because of shooting. Auf Deutsch heißt heute kein Bild des Schießens, sondern wegen des Schießens. Am 20.08. sind eben sie alle geflohen 1968 und es waren gerade mal 115 Filmminuten des Films fertig und der Film war damals so 2/3 fertiggestellt gewesen. Ja. Das Problem war jetzt aber, der Film ist nicht ganz fertig und Hauptdrehort ist nun nicht mehr die Möglichkeit gewesen zu drehen. Also haben sie eben dann verschiedene Auswahlszenen gemacht und sind deshalb nach so einem Studio Hamburg gegangen, um dann ein paar Szenen nachzudrehen. Innerhalb von 10 Tagen konstruierte man diese 30 Meter lange Tunnel und am 26.09.1968 gingen die Dreharbeiten weiter. Im Oktober 68 durften nochmal 2 wichtige Szenen nochmal auf der Davlebrücke gedreht werden unter Aufsicht der Sowjetunion bzw. sowjetischen Militärkommando. 600 tschechische Soldaten der Armee
haben dann, wurden hier eben verkleidet als GIs und auch als deutsche Wehrmacht. Oder eben die sowjetische Militär hat aufgepasst, dass hier nichts weiter passiert. Und dann in Castel Gandolfino in Albaner Bergen wurden noch einmal eine halbe Replik der Brücke nachgebaut, also wirklich Wahnsinn. Und der Cecil E. Roberts, ein pensionierter Colonel der US Army, war militärischer Berater für diesen Film und er war auch bei dem Angriff auf diese Brücke auch dabei. Er meinte während dieser Dreharbeiten, dass der Angriff gerade mal 2 Tage gedauert hat, um diese Brücke einzunehmen, aber über 100 Tage gedauert hat, diese Szenarien nachzudrehen, aber sie hatten nicht die Russen im Nacken. So wurde, hat er das dann beschrieben. Und für diese spektakulären Zerstörungen in Remagens durch einen Bombenangriff der Amerikaner und auch der Häuserkampf wurden dort wirklich die komplette historische Innenstadt von Most in der Tschechoslowakei zerstört mit sage und schreibe 270 Kilogramm Dynamit sowie auch 400 Stangen Industrie-TNT. Und diese Sprengungen wurden dazu geführt, damit eben diese Altstadt diesem Braunkohletagebau weichen musste. Aber dafür wurden eben dann 2 Kilometer weiter eben dann große Plattenbauten entstanden, um eben dort mehrere Häuser zu bauen. Ja, und natürlich sah das natürlich 1969 extrem realistisch aus und es schaut jetzt immer noch sehr realistisch aus. Und von daher ist dieser Film natürlich schon mal ein ganz besonderes Ereignis, sowas anzugucken. So viel dazu, zu der Entstehung des Films. Es ist wirklich extrem viel zu lesen und extrem viel auch Informationen zu finden. Und jetzt kommen wir zu meiner Film. Ich habe, wie gesagt, 117 Minuten, ist eigentlich für einen Kriegsfilm sogar noch recht kurz gehalten. Aber er wird auf jeden Fall keine Sekunde langweilig. Am Anfang geht schon mal richtig gut zur Sache. Hier wird wirklich viel geschossen auch schon mal. Auch das ist leider nur fiktiv, wurde geschrieben. Aber dafür haben wir wirklich extrem spezielle, realistische Spezialeffekte. Hier wird wirklich, wirklich was zerstört, wie es ja schon geschrieben wurde. Die echten Requisiten machen natürlich hier das extrem viel aus. Man sieht ja wirklich diese Panzerperspektiven, die Kamera auf der Panzer montiert. Auch das schaut wirklich sehr, sehr stark aus. Und hier hat man wirklich das Gefühl, man ist wirklich in diesem Kriegsgeschehen mit dabei und einfach nur fantastisch inszeniert. Man, es wird ja hier auch beide Seiten beleuchtet, also die deutsche und auch die alliierte Seite wird beleuchtet. Das finde ich auch immer sehr schön bei den ganzen älteren Kriegsfilmen, wie zum Beispiel Der längste Tag, als auch die Schlacht von Mai, wo es eben auch in diese Richtung geht. Meine erste mit Sean Connery. Mist, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Hier sieht man auch die Zweifel der deutschen Wehrmacht, ob da alles Sinn macht, was sie eigentlich hier treiben. Auch die Nerven liegen komplett blank bei den Alliierten, also vor allen beiden Seiten sieht man hier, dass es hier wirklich zum Ende geht von diesem Krieg und auch wirklich alle erschöpft sind. Das fühlt man auch oder merkt man bei diesen Menschen auch an. Die Schauspielleistung finde ich ja wirklich extrem gut inszeniert worden. Auch es gibt ja auch keine Heldentat oder auch keine Helden, wie es bei den ganzen neueren modischen Kriegsfilmen jetzt sind. Es ist einfach eine komplette Gruppe, die als eine Einheit dient und das ist ja in diesem Film natürlich auch was ganz Besonderes. Auch von den Kameraaufnahmen, auch von den ganzen Landschaftsaufnahmen wirklich sehr schön gemacht worden und kann nur wirklich sagen, dieser Film hat mich wirklich extrem stark beeindruckt, wirklich war für einen Schaden einsam zum Schluss diese ganzen Angriffe dann auch hier wirklich fantastisch gemacht. Und die Brücke von Remagen bekommt von mir 9 von 10 Punkte. Ein richtig klasse Kriegsfilm aus den 60er Jahren. Also hier einfach mal die Scheuklappen wegklappen und auch mal ältere Kriegsfilme angucken, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Hier wohl war noch die Zeit, um mal eben diesen ganzen Kriegsschauplatz noch richtig nach darzustellen mit richtigen, echten Requisiten und das macht einfach diesen Film extrem viel aus. Wenn ihr jetzt Lust dazu habt, diesen Film anzugucken, dann tut das auch. Wie gesagt, es gibt ja auch noch eine DVD-Version davon zu kaufen oder eben, wie gesagt, dieses schöne Mediabook. Lohnt sich auf jeden Fall auch, denn wir haben hier wirklich echt extrem viele Informationen über diesen Film. Und ja, habt ihr denn diesen Film schon gesehen? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wie ihr diesen Film fandet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht auf Amazon, geht in euren Müller-Shop und holt euch die Blu-ray oder eben die DVD oder eben das Mediabook. Eins von den dreien wird es auf jeden Fall für euch sein. Das war's von mir und bleibt alle schön gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und